Ja, hallo liebe Gamer, Freunde des lieben Sockens. Willkommen mal zurück zu einem neuen Tutorial. Es ist ja schon ein bisschen länger her. Fast schon 4 Wochen, ne, 3 Wochen. Jetzt hat die, glaube ich, 7. hochgeladen. Sieb Ui, 7. Ja, wie man denn jetzt schon. Na gut, ich muss es doch aufhaben, weil ich das gleich erstmal pausieren werde. Da wird gleich mehr dazu gezählt. Ja, ich wollte euch heute mal ein Tutorial zeigen, wie ihr mit dieser Witch End Computer HD im Games LT Same Time AVIDIA DV Capture HD aufnehmen könnt. Mit der kann man eigentlich HDMI aufnehmen und auch SCART. Ich nehme aber leider hat die auch ein kleines Manko, und das wäre, man kann nicht die PlayStation 3 aufnehmen, weil ja, man kann es aber nicht, weil das irgendwie verschlüsselt ist oder sonst ein Scheiß. So geht das auch für die Xbox 360. Also ich kann das nicht, wie das andere können, weiß ich nicht. Ich habe auch lange getüftelt, wie das hingeht, und ich weiß das bei Computerexperten, der hat mir das dann hingemacht und sowas alles. Und ja, also ich weiß nicht, wie die anderen das hinbekommen, mit dieser Karte hier aufzunehmen, also HDMI aufzunehmen. Ich nehme nur 480p auf, aber das Ergebnis kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Das ist zum Beispiel ein Let's Play von mir. Ich mach mal auf stumm. Und wie man sieht, ist es gute Grafik. Ich habe es auf 1080p hochgemacht. Man kann es auch auf 720 machen. Dann sieht es auch noch gut aus. Und ich finde, es sieht schon ganz nett aus. Besser als gar nichts. Und ich habe vorher im Kauf ja auch gedacht, man kann da ja mit HDMI aufnehmen. Nein, ging nicht. Ring auf Dead, irgendwas war da, und das ging denn nicht, der Scheiß, und so weiter, ne? Und ja, jetzt habe ich das so aufgenommen. Wie man sehen kann, ist schön, läuft alles flüssig. Das habe ich vorher auch nicht mit der Karte hingekriegt, dass das flüssig läuft. Und ja, ich benutze diese Karte natürlich für den PC. Die kann man nur für den PC benutzen. Für einen Laptop gibt es ein extra Gerät, das ich euch gleich zeigen werde. Ich werde dann euch jetzt mit meiner Videokamera gleich zeigen, wie ich die angeschlossen habe, also die Kabel angeschlossen habe. Danach werde ich euch zeigen, welche Einstellungen ich genommen habe. Dann werde ich euch sagen, dann werde ich auch noch ein bisschen über das Programm was erzählen. Und ja, und wenn ihr jetzt keinen PC habt wie ich, kein HDMI-PC, aber trotzdem Konsolen aufnehmen wollt und ihr habt den Gaming-Laptop, würde ich euch Elgato Game Capture HD empfehlen. Kostet 155 Euro, ist gut, ne? Also es lohnt sich, wie man sehen kann. Also Commander Krieger benutzt die, Kronk benutzt die, Elotrix benutzt die und gar Sarazar benutzt die. Man kann eine Xbox und auch die alte Xbox auch nichts nehmen, man kann auch die alte Xbox aufnehmen. Und wie man sieht, kann man auch dafür Laptop benutzen, wie man hier sehen kann, ne? Also man kann da, sieht man, so sieht die denn aus. Es ist nur ein kleiner Stick, ja, kann man sagen, wie so Datenträger oder irgendwie so ein kleiner Kasten ist das. So sieht der Karton denn aus. Auch Pizmeet benutzt das, und es lohnt sich wirklich, die denn zu kaufen statt dieser AVIDIA Media. Außer ihr habt nicht so viel Geld, habt nur eine Xbox, seid nur Xbox 360 Spieler. Denn lohnt sich diese Karte hier zu kaufen. Aber seid ihr beides PS3 und Xbox, dann würde ich euch hier diese empfehlen, ne? Also ich empfehle euch die generell. Es soll noch eine andere geben, aber da kenne ich mich jetzt nicht aus. Und ja, wir sehen uns denn jetzt mit der Videokamera erstmal gleich wieder. Da zeige ich euch dann noch ganz kurz die Einstellung. Ja, und hier wären wir denn jetzt am Set. Ich habe das dann mal ausgepackt. Hier wäre denn diese Anleitung, die man nicht braucht. Das ist dennoch extra für bla bla. Ich glaube für Kamera oder so ein Scheiß. Das ist auch nicht wichtig. Die Batterien könnte man vielleicht in seine Fernbedienung reintun, wenn man einen hat von Fernseher. Hier ist nochmal eine Fernbedienung. Das kann man für faule Menschen, die richtig faul sind, kann man dann hier noch aufnehmen und schalten sogar. Also für TV, wenn man auf TV hingucken will oder sonst was. Aber ganz wichtig ist das. Das interessiert uns ja am meisten. Sorry für die Qualität, aber das ist schon. Ah, ich muss mal kurz so unten aufbereitet. Ich muss das noch mal kurz zitieren für euch. Ich komme auf die Knie.
ist immer so eine schöne Sache. Genau. So würde ich das machen. Jetzt sieht man ja, da sind drei einzelne, die so ein Kabel dran sind. Und hier sind fünf einzelne. Die einzelnen interessieren uns und von den dreien braucht ihr nur den gelben. Aber nur den gelben. Mehr nicht. Die zwei ist für Wii oder Skat, keine Ahnung, die habe ich nie benutzt, will ich auch nie benutzen. Ich habe das so gemacht, man sieht, ist hier ein Kreis, da suche ich auf, genau, das sortiere ich jetzt auch mal schnell, so. Da suche ich dann auch einen Kreis mit Gelb, da ist ein gelber Kreis. Und jetzt müsste man, theoretisch man das, ja, ich glaube schon, das Gelbe an das Gelbe ran tun. Und ja, sehen sieht das dann so aus. Und so müsst ihr das eigentlich machen. Das Interessante ist, für euch habt ihr es ja nicht markiert. Ihr macht das dann ganz leicht. Ihr habt diese drei Einzelnen, die da waren. Ihr nehmt die drei Einzelnen. Guckt euch die ab, da ist ein weiß-rot. Sucht euch hier den weißen raus. Da ist dann markiert mit ein kleines L, das jetzt gerade unscharf ist. Sorry. Ich kann auch nicht ran zoomen. Ja, ich habe nur so eine kleine billige Cam. Da ist ein L drauf, das tut ihr denn da ran. Und für das rote müsst ihr das rechts nehmen. Das ist ganz einfach, da ist ein rechts dran, da ist ein kleiner Zettel dran, da steht rechts. Das kommt daran, das ist für den Sound und das gelbe ist für das Bild. Und die anderen drei, da müsst ihr eigentlich nur noch blau an blau, rot an rot, grün an grün machen. Und dann könnt ihr mit 480p eure Xbox 360 aufnehmen, die da steht. Leider kein HDDI, weil bei mir Ring auf gut oder sonst was Scheiß kommt und weil ich das auch so aufnehme und das hat auch gute Qualität und ich habe mir damals die gekauft und ja, wie gesagt, kauft euch die Elgato Gaming Capture, da könnt ihr HD aufnehmen und wenn es auf HD steht und dann mal PS2 oder Wii aufnimmt und nicht auf HD steht, aber trotzdem rendern kann, würde ich das hier empfehlen. Und wir sind jetzt uns am PC, Leute. Da erzähle ich euch dann jetzt mal, wie das Programm funktioniert und welche Einstellungen ihr für die Xbox braucht. Bis gleich. Und ja, dann bis... So, jetzt sind wir ja wieder da und jetzt habe ich das schon mal gestartet. Ihr könnt das dann... Oh, sorry. Ihr könnt das dann einfach starten, also wenn ihr es installiert habt. Ja, ihr müsst das vorher eure Karte... Nee, ihr müsst euch erst eure Karte einbauen. Da ist eigentlich ein Slot, das wird unsere Grafikkarte eingebaut. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, geht zum Computerfachmann oder sonst wohin. Der baut euch das dann auch ein für einen kleinen Aufpreis. Und ja, dann installiert ihr das. Ihr könnt die CD von Avamedia von der Packung drinnen nehmen, weil die aktualisiert sich sowieso. Ich nehme die auch immer wieder fürs Neuinstallieren. Und es gibt noch eine Internetseite, wo man die Software runterladen kann, aber ich habe die jetzt nicht gefunden. Ich weiß auch nicht mehr, wo die ist. Und ja, jetzt kommen wir zu das Technische. Was ihr denn noch braucht, ist Webs. Natürlich kommt ihr mit der Capture HD auch hier. Natürlich kommt ihr mit der Capture HD auch die. Also das Aufnahmeprogramm auch aufnehmen. Das geht. Das könnt ihr auch machen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, warum er so schlechtes Bild hat. Ach, jetzt. Okay, das liegt an meiner Xbox so ein bisschen mit dem wackeligen Takt. Ihr braucht Webs, weil das könnt ihr euer Programm aufnehmen und hier kann rauschen im Hintergrund. Von wo kommt das denn jetzt? Keine Ahnung, das weiß ich jetzt auch nicht, wo das kommt. Achso, das kommt von der Capture, okay. Ja, dann könnt ihr das denn aufnehmen und ja, ich glaube, ich habe ein Kabel nicht richtig reingesteckt. Mann, ich bin so oft unaufbereitet. Ah, das ist ein scheiß Tutorial. Nochmal alles schnell nachdrehen. Ja, nach der Zeit kann das mal passieren, aber scheiß drauf. Ja, wo war ich jetzt bei Fraps braucht? Genau, Fraps. Fraps, die braucht ihr, da könnt ihr es dann installieren. Mehr aus könnt ihr das kaufen, cracken. Mir eigentlich scheißegal. Ihr braucht euch. Ja, es kommt von der Game Catcher, das Rauschen. Weiß ich jetzt auch nicht warum. Muss ich nachher mal gucken. Genau, ihr braucht Fraps, da erzähle ich euch jetzt mal, ihr braucht Fraps. Mehr aus könnt ihr das cracken oder sonst was. Natürlich kann man auch mit dem Programm aufnehmen, aber das würde ich nicht so empfehlen, weil das irgendwie illegal sein soll oder keine Ahnung. Fraps ist euer Freund und das hilft euch. Ja, ich will schließen. Und ja, jetzt kommen wir zu TV. Ihr habt ja denn zum Beispiel für Analog TV.
ich muss meinen Controller mal anmachen. AlogTV, dann sucht er jetzt, aber ihr habt ja keins angeschlossen. Ja, ich weiß, nein. Und hallo, aha. Genau, da hat er das denn so angezeigt. Komplize könnt ihr machen, S-Videos. Aber ihr müsst den kompetenten VPR, PPR noch was anklicken. Habt ihr das denn gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob man den Sound jetzt im Hintergrund hört. Also halt, ich muss noch mal kurz eine Stoppaufnahme machen, weil es gefällt mir gerade nicht. Also ich habe jetzt mal alles nachgeguckt, nachgedreht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo dieses Rauschen herkommen könnte. Ich könnte mal... Ich starte mal die Xbox neu. Also das will ich jetzt gern wissen. Vielleicht habt ihr so ein Problem auch. Es kommt von der Xbox. Ich kann mir jetzt gerade nicht erklären, warum und wie. Ja, Xbox, machen nochmal Werbung für Xbox. Ich kann mir gerade nicht erklären. Das ist schon wieder. Ich kann mir gerade nicht erklären, wie das kommt. Ich hatte noch nie so ein Hintergrundgeräusch. Aber ich sag mal so, solange man das nicht irgendwie auf der Aufnahme hört oder sonst irgendwas, wird es so von Spielsound übertroffen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Egal. Dann geht er auf Systemeinstellung, Konsoleneinstellung. Das müsst ihr vorher ihr die Xbox anschließt machen. Weil ihr sonst sonst ein schwarzes Bild habt, dann geht er auf System, Konsoleneinstellung, Anzeige. Und dann HDTMTV Einstellung und macht das auf 480p. Ihr fragt euch bestimmt, warum nicht auf 720p? Ja, das zeige ich euch auch gerne. Da kommt das nämlich. Es verzögert sich alles, man kann nichts aufnehmen, man kann gar nichts machen. Ich weiß leider auch nicht, wie das ist. Ihr könnt sogar automatische Wiedergabe. Nee, ich weiß nicht, wo das ist. Ja, das müsst ihr eigentlich machen und dann müsste es eigentlich problemlos bei euch laufen und dann könnte mir aus zocken, skypen, weiß ich auch nicht, was man hier noch alles kann. Was ist das denn? Aha, naja, das ist mein Account. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt und ja, dann könnt ihr endlich mal Let's Plays machen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder sonst irgendwas, dann schreibt es unter die Kommentare oder schreibt mich persönlich an. Ich beantworte jede Frage gerne. Ich bedanke euch, dass ihr mein Tutorial zugeschaut habt. Sorry für die Störung und dieses nicht richtig professionelle Tutorial, aber ich bin halt so und ich mache das so. Also wir sehen uns in den nächsten Videos und tschüss.